So, komm. Ja, weiter. So. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Gibt es eigentlich eine Sitzt, passt, wackelt und hat Luftversicherung? Seit nunmehr als 8 Pflichtspielen ist die TuS Koblenz bereits ungeschlagen. Heute am 10. Spieltag der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalzer Staffel Nord empfängt die TuS Koblenz die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Und ja, mit Verlaub, die stehen auch richtig gut in der Tabelle da. 9 Spiele, 13 Punkte und Tabellenposition 4, 4 Punkte hinter den Schengeln. Doch die starteten gut mit Michael Stahl auf Klein und schon steht es 1:0 für die TuS Koblenz. Gerade einmal 8 Minuten gespielt, die erste richtig dicke Gelegenheit für die Schengel und schon klingelt es im Kasten. Justin Klein, bei Heimspielen liefert er wie der Lieferservice pünktlich auf die Vorarbeit von Michael Stahl, zuckersüß zum Zungeschnalzen und der Abschluss aller erste Sahne. 1:0 für die TuS Koblenz und die hatten die SG 2000 aus Mülheim-Kärlich in den Anfangsminuten so richtig im Griff. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Die Schengel, die klar bessere, die dominantere Mannschaft. Allerdings mit eher wenig Tormöglichkeiten. Dafür haben diese es richtig in sich. Recep, wieder der Ball im Tor. 2:0 für die TuS. Und dann ertönt ein Pfiff. Doch nicht, abgepfiffen, unterbrochen dieser Angriff. Doch was ist eigentlich passiert? Der aufgerückte Mohamed Recep, eigentlich gelernter Innenverteidiger, soll hier mit dem Arm am Ball gewesen sein. Das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Handspiel und gibt den Treffer für die Koblenzer nicht. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich im Glück. Und jetzt auch einmal mit dem ersten eigenen Angriff. Das ist auf der Außenbahn Pascal Steinmetz, der Top-Torjäger. Der Gäste 6 Tore sind ihm bereits im laufenden Liga-Wettbewerb gelungen. Ein 7. sollte hier nicht dazukommen. Stattdessen wieder auf der anderen Seite. Das ist Armin Çenay, 19 Jahre jung. Und Çenay probiert sich da mal. Der Ball kann von Fritsch noch so gerade eben abgeblockt werden. 10 Minuten später, wir sind schon in den letzten Zügen des ersten Durchgangs, kommen noch einmal die Schengel wieder über den agilen, über den auffälligen Çenay. Und der Ball im Tor, allerdings auch hier auf Abseits entschieden. Der Kamerablickwinkel lässt allerdings nicht eindeutig aufklären, ob das Schiedsrichtergespann hier richtig gelegen hat. Und mehr sollte dann zunächst einmal auch nicht passieren. Die Schengel führen hochverdient mit 1:0 gegen Mülheim-Kärlich durch das Tor von Justin Klein aus der 8. Spielminute. Zumal wurde mit den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns so ein wenig gehadert. Allerdings auf den TV-Bildern sehen sie dann doch einigermaßen richtig aus. Springen wir in Durchgang 2, die 47. Spielminute. Eckball für die TuS Koblenz. Sentürk am runden Ball und der hat das Auge für den am Strafraum lauernden Mann. Der Abschluss knallt an den Querbalken. Nur 7 Minuten später. Der nächste Angriff der Koblenzer über Hacic und über Sentürk. Die spielen das richtig gut aus. Hacic auf der Außenbahn und dann bedient er den Pistolero. 2:0 für die TuS Koblenz. Jakob Pistor mit seinem 2. Saisontor. Der Stürmer mit der Rücke Nummer 9. Ja, der kann Tore schießen. Der kann das richtig, richtig gut. Ein Strafraumstürmer, der hier das zweite Tor an diesem Nachmittag markieren sollte. Diesmal ist alles regulär. Ein Kopfball, wie man ihn im Lehrbuch nachschlagen kann. 2:0 für die TuS Koblenz. Nur 7 Minuten später wieder die Schengel im Vorwärtsgang. Diesmal mit Justin Klein. Und Klein hat das Auge für Mand. Gutes Zusammenspiel der Schengel. Der Ball von Mand dann auch noch abgeblockt. Allerdings keine Gefahr für Michael Wall, den 34-jährigen Schlussmann der Gäste. Die Koblenz haben weiterhin die Partie fest im Griff, kommen weiterhin zu guten Möglichkeiten. Das ist Neuzugang Shaqiri auf Esmel und Kurbaschian gerät ein wenig in Rückenlage. Der Abschluss aus der Drehung deutlich über das Tor. Keine 2 Zeigerumdrehungen später, mal ein Standard für die Koblenzer. Esmel bricht ab und lässt Sentürk den Vortritt, aber auch der Abschluss
zu ungefährlich. Erneut darf Wall sich den Ball zum Abstoß zurechtlegen. 6 Minuten später, die TuS hat hier noch nicht genug. Und jetzt die Sternstunde von Chena. 1, 2, 3, 4 Gegenspieler stehen lassen, dann noch einen 5. aussteigen lassen und dann das Auge für Kurbaschian. 3:0 für die TuS Koblenz nach 74 Spielminuten. Aber was war das denn für ein wundervoller Treffer? Die Co-Produktion zwischen Chennai und Kurbaschian. Sie liefert wie vom Werk. Diese Vorarbeit mustergültig. 19 Jahre, Armin Chennai. Und dann lässt er 5 Gegenspieler ganz, ganz alt aussehen. Der Pass auf Kurbaschian ist gut mit dem Außenriss gespielt. Der macht das dann in Torjägermanier eiskalt zum 3:0 für die Schengel. Das 2. Saisontor für den eingewechselten German Kurbaschian. Und was hat Mülheim Kärlich als Antwort parat? Ja, mal ein Distanzschuss aus 40, vielleicht 45 Metern. Der allerdings bringt Jonas Bast, der wiedergenesene TuS-Schlussmann, nicht in Bedrängnis. Wir sind in den Schlussminuten. Noch einmal die Schengel im Vorwärtsgang über Erion Shakiri. Der bedient Hacic mustergültig. Hacic auf und davon, sucht und findet Shakiri nicht, weil Dogus Könes, der Innenverteidiger der SG 2000 Mülheim Kärlich, da hellwach ist und aufpasst. Aber die Schengel haben hier immer noch nicht genug. German Kurbaschian jetzt gegen ein Gegenspieler und gegen den Torwart. Der Abschluss allerdings dreht sich vom Tor weg, Zentimeter am Kasten vorbei. Mehr sollte dann allerdings auch nicht passieren. Die TuS Koblenz schlägt die SG 2000 Mülheim Kärlich mit 3:0 hochverdient und untermauert damit Tabellenposition 2 in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Staffel Nord. Bereits am Mittwoch spielen die Schengel dann um 19.30 Uhr die 3. Runde des Bitburger Rheinland-Pokals aus. Zu Gast sind die Koblenzer beim TuS Oberwinter. Herr Mohamed Recep, 3:0 Heimerfolg gegen die SG 2000 Mülheim Kärlich. Die TuS mittlerweile seit 9 Spielen ungeschlagen. Wie eng ist dieses Mannschaftsgefüge zwischen der Mannschaft? Aktuell ist es sehr gut. Wir haben eine gewisse Tiefe, auf die wir immer wieder zurückgreifen können. Ich glaube, das hat uns heute auch geholfen. Auch mit einem German, der reinkommt, jetzt Erion mit dabei. Das ist sehr wichtig, dass wir uns alle pushen, vor allem im Training. Und ich glaube, das ist der Ertrag dann am Wochenende, den wir dadurch haben. Der ganz große Pluspunkt, das Faustpfand der Koblenzer, ist ja aktuell die starke Defensive. Gerade einmal 4 Gegentore hat es jetzt in 9 Spielen gegeben. Du aktuell auch ganz, ganz weit vorne mit dabei, viele Bälle abgefangen. Ist das, was die Mannschaft hier stark macht, die starke Defensive? Ja, auch natürlich. Also das ist die Basis. Das fängt ja von vorne an. Die Stürmer, die da anlaufen, dann das Mittelfeld, dann kommen wir natürlich. Und momentan ist das gut eingespielt, das Ganze. Und jeder weiß, wie die Abläufe laufen. Daran arbeiten wir die ganze Woche. Und momentan klappt es sehr gut. Wir kassieren wenig Gegentore und ich glaube, das ist der Schlüssel dann zum Erfolg. Jetzt bist du ja jetzt seit wenigen Monaten erst hier in Koblenz. Es ist deine erste Saison. Wie kannst du so ein erstes kleines Zwischenfazit für dich abschließen? War es die richtige Entscheidung, nach Koblenz zu kommen? Ja, also insgesamt habe ich das schon sehr bedacht ausgewählt, hier hinzukommen. Wir haben große Ambitionen. Ich glaube, das weiß jeder. Und wir arbeiten dafür. Und Koblenz ist immer noch ein Club, der in andere Sphären gehört, glaube ich. Und ich möchte ein Teil davon sein, der dem Verein hilft. Und da müssen wir einfach weitermachen. Mit Blick auf die nächsten Spiele, was können die TuS-Fans erwarten? Wird die Mannschaft weiterhin so fleißig Punkte sammeln? Ich meine, wir haben das Selbstbewusstsein jetzt auf jeden Fall. Seit einigen Wochen und wir nehmen das mit. Wir dürfen nicht irgendwie satt sein und denken, dass es irgendwie einfacher wird. Jedes Spiel ist schwer, egal wo, egal gegen wen. Und mit der richtigen Einstellung werden wir weiter Punkte holen, glaube ich. Und das mit dir an unserer Seite. Vielen lieben Dank, Morecep. Schnell, Justin. Torschütze zum 1:0. Wie fühlt sich so ein Heimsieg vor über 800 TuS-Fans hier zu Hause im heimischen Stadion Oberwert an? Ja gut, es ist halt immer wieder schön, auch zu Hause zu spielen. Vor der Kulisse halt auch immer so, macht Spaß halt, ne? Und schönes Stadion. Rasen ist auch noch jetzt für die Verhältnisse top. Und so kann es weitergehen. Ne? Wir haben heute viele tolle Spielzüge gesehen. Es wirkt, als würde die Mannschaft immer, immer enger zusammenstehen, immer eingespielter sein. Kannst du das so untermauern? Ist das so, dass die Maschinerie TuS Koblenz immer weiter perfektioniert wird? Ja gut, wir haben jetzt Oktober oder September noch.
Ende September, Oktober, ja. Ja, gut, wir haben sehr viel Zeit jetzt miteinander verbracht und so. Wir trainieren jeden Tag oder bereiten uns die Woche immer gut vor. Und irgendwann sind auch die ganzen Spielzüge auch drin. Ja, dürfen halt nur nicht nachlassen. Das Wichtigste ist einfach, dass wir immer wieder 100% Gas geben, auch gegen den Ball und so, und nicht uns auf die Qualität verlassen. Aber ja, klar, wenn es immer wieder so funktioniert und wir immer am Anschlag spielen, dann macht es Spaß. Jetzt geht es ja auch wieder Schlag auf Schlag weiter. Oberwinter, danach Waldalgesheim, englische Woche. Du bist hier in Durchgang 2, ich meine, angeschlagen rausgegangen. Hast dir die Schulter, hast dir die Brust gehalten. Ist das irgendetwas, worüber wir uns als TuS-Fans Sorgen machen müssen? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich hatte am Donnerstag, habe ich mir irgendwie eine Prellung geholt im Training, im Zweikampf. Ganz komisch, aber Gott sei Dank ist es nichts Schlimmes. Sonst hätte ich heute auch nicht spielen können. Dementsprechend... Ja, nutze ich jetzt die 2-3 Tage Zeit, die ich jetzt habe, zur Erholung, und dann guck mal weiter. Nutz die Zeit zur Erholung, die 3 Punkte sind im Sack. Dir noch ein schönes Wochenende. Danke, Justin.